Blues ein bisschen vernachlässigt, die letzte Zeit. Und deswegen kommt hier ein Blues. Ein neuer Blues von mir für dich. Okay. Von mir für dir. Und zwar klingt der folgendermaßen. Also ich spiele ihn jetzt erstmal schnell, damit ihr hört, worum geht's überhaupt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, schalte ich ab oder möchte ich ihn lernen, den Blues. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wer das Ding geschrieben hat. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, da war ich irgendwie in der Stadt oder so und habe gehört, wie das jemand gespielt hat und habe es irgendwie geil gefunden. Okay, also, wir fangen an. Ihr seid noch da? Okay. Dann legen wir mal los. Und zwar brauchen wir diese beiden Finger. Den nicht. Diese beiden. Zeige und Ring. Okay. Es beginnt im siebten Bund. Da müsste so ein kleiner Punkt drüber sein. Okay. Hier. Kann man das vielleicht sogar sehen? Hier ist der fünfte und hier der siebte. Wir zupfen die fünfte Saite. Und danach die vierte, gegriffen im siebten Bund. Hier. Dann die vierte Saite leer. Greifen wir die fünfte Saite im siebten Bund. Doch da reicht dieses Draufhämmern, okay? Seht ihr? Da zupfe ich gar nichts, da wird nur drauf gehämmert. Das reicht in dem Fall, okay? Dann gehen wir mit dem Zeigefinger vor zum fünften Bund und greifen die vierte Saite und ziehen die nach unten. Das nennt sich Bending. Und danach nochmal im siebten Bund die fünfte Saite. Dann klingt das schon so. So, und genau das Gleiche, ganz genau das Gleiche, spielen wir jetzt. Jeweils eine Saite drunter. Klack. Und nochmal zurück. Und jetzt auf den tiefsten beiden Saiten. Den beiden hier oben. Nochmal auf den unteren und wieder in der Mitte. Okay, also, wenn ich sage,
In der Mitte, dann meine ich vierte, fünfte Seite. Wenn ich sage rauf, meine ich fünfte, sechste. Und wenn ich runter sage, meine ich dritte, vierte. Okay? Spielt mal mit, wenn ihr könnt, okay? Die Mitte. Runter. Mitte. Rauf. Runter. Mitte. Okay. Zwischendrin könnt ihr noch den hier machen. Ihr mutet die ganzen Saiten. Dafür reicht's, wenn ihr die Finger hier so drauf patscht, ganz egal wo. Und dann macht ihr nur diesen hier. Okay. Das ist dann so ein kleiner Wendepunkt quasi, okay? Das klingt dann so. Kleiner, flotter Blues, mit dem kann man coole Sachen machen. Bisschen was variieren vielleicht. Bisschen was verändern. Viel Spaß.